Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fieber 2. Es wird weiter gebastelt an einem bislang namenlosen Streckenabschnitt, beziehungsweise eben an einer bislang namenlosen Strecke. Ihr seht schon, die Gleise habe ich hier schon mal verlegt. Bisschen ärgerlich gerade, dass man das jetzt tatsächlich nicht gesehen hat. Ich habe es offenbar, irgendwie so nebenbei gemacht vielleicht und nicht aufgenommen. Jedenfalls, das ist ja jetzt auch irgendwie kein großes Kunstwerk, einfach ein paar Gleise da reingezogen. Und hier entsteht einfach jetzt nochmal eine weitere Strecke. Der werden wir noch irgendwann einen Namen verpassen. Vielleicht mache ich es einfach so. Ich überlege mir mal irgendwie einen netten Namen für den Fluss, der dort entlang läuft. Und dann ergibt sich das ja irgendwie. Kann man ja zusammensetzen. Man kann noch dann das Tal, das hier dann weiterführen wird, irgendwie nach dem Fluss benennen. Und dann setzt man das zusammen. Gibt es sowas wie Altmühltalbahn, Isartalbahn, Mangfalltalbahn und so ein Kram. Das hat man ja oft in der Realität so. Kann man sich einfach irgendwas überlegen. So, aber zum eigentlichen Thema. Jetzt habe ich hier schon ein paar Straßen, Nebenstraßen, Landstraßen reingezogen. Und wir werden auch so ein bisschen, ganz klein bisschen diesen Bahnübergang in den Mittelpunkt stellen und halt einfach das Drumherum. Ein bisschen Landschaftsgestaltung. Da wird noch ein kleiner Bachlauf entstehen, der so ein bisschen abgestuft verläuft. Ein bisschen Landwirtschaft kommt auch noch dazu. Und was ihr gerade auch schon gesehen hattet, hier drüben befindet sich bereits der erste Platzhalterbahnhof, den wir aber noch komplett umbauen. Der ist genau das, was ich gerade gesagt habe, aktuell nur ein Platzhalter. Und da werden wir dann den ersten Zwischenhalt der RB20-Linie haben. So, einen Bahnübergang ausgewählt. Dann statten wir das Ganze hier mal mit diversen Oberleitungsmasten auf. Ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn einem das Spiel dann hier praktisch mitten im Bahnübergang die Oberleitungsaufhängung quasi hinbaut. Wenn man es ein bisschen behutsamer baut, kann man das schon vermeiden. Also es gelingt einem tatsächlich, aber in dem Fall habe ich scheinbar einfach nicht drauf geachtet. Okay, aber ich konnte es noch einigermaßen vernünftig darstellen, jetzt gerade dadurch, dass die Rohrausleger da noch hingepasst haben. Dann setzen wir uns schon mal die ersten Grundstücke hier hin. Sind auch bewohnt, da wohnen halt so, weiß nicht, 3 bis 5 Personen, ich habe nicht drauf geachtet, so genau. Straßenanschluss dazu, das sorgt dann eben auch in diesem Bereich für ein bisschen Straßenverkehr. Ergänzt wird das Ganze später noch durch eine manuelle Autolinie und ein paar LKWs lassen wir hier dann auch noch im Kreis fahren. Ein bisschen Landschaftsgestaltung. Hier ist erstmal irgendeine Viehweide, wird schon mal vorbereitet. Ja, sieht immer nett aus, finde ich. Und am Ende kann man sich noch überlegen, ob man tatsächlich noch Tiere draufstellt oder nicht. Oder das einfach brach liegen lässt. Hier noch so ein Gatter dazugestellt, also dazugebaut. Dann wechseln wir hier noch ein bisschen die Texturen. Ziehen uns hier nochmal so einen kleinen Feld- oder Fußweg oder Trampelpfad, der hier ein Stückchen die Bahngleise entlang läuft. Den docken wir dann hier oben wieder an. Scheint also eher ein Feldweg zu sein. Und das nutzen wir auch hier für ein bisschen Landwirtschaft. Kleine Anbauflächen, schmale Anbauflächen und alles so ein bisschen bunt gemischt in dem Bereich. Auch mal so ein Sonnenblumenfeld mit reingemischt. Dann wieder ein bisschen Hafer oder was das sein soll. Und so weiter. Also eher so schmale Streifen sieht man ja auch des Öfteren mal. Dass es halt nicht irgendwie die riesigen Felder sind. Mit einer Art von Bepflanzung. Sondern einfach alles ein bisschen gemischt. Okay, das sieht doch mal ganz schnucklig aus. So als Rohfassung. Dann werden wir hier eine kleine Unterführung einbauen. Tatsächlich nur so eine Fußgängerunterführung, vielleicht auch für Landwirtschaft nutzbar, für Traktoren oder sowas möglicherweise. Aber jedenfalls nicht für den Straßenverkehr freigegeben. Also wirklich nur so ein kleines Ding hier. Damit die Leute nicht ganz außen rum müssen. Also bis zu dem Bahnübergang vor oder halt zurück in die Stadt gibt es hier nochmal eine kleine Unterführung. Diese Unterführungen, die ich in der Vergangenheit immer sehr oft verwendet habe, für Straßen sind die natürlich super von der Breite, aber für sowas hier dann doch ein bisschen zu wuchtig. Deswegen habe ich es hier nochmal so ein bisschen mir einfach selbst zusammengebastelt mit der Viaduktbaum-Mod. Und geht ja auch relativ schnell. Oben noch ein Geländer drauf. So, ihr seht schon, das schwebt jetzt noch so ein bisschen in der Luft, deswegen ergänzen wir das hier noch. Ja, und im Grunde war es das schon. Unterführung ist fertig. Hat eine vernünftige Höhe. Okay, ich glaube, ein Traktor würde gar nicht durchpassen. Aber für Fußgänger, Radfahrer und sowas passt das schon.
Deswegen hatte ich mir hier, glaube ich, auch, genau, auf der anderen Seite drüben stehen zwei Leute rum, die habe ich da hingestellt, einfach um so einen Maßstab zu haben, ne, um zu schauen, wie hoch ist denn das Ding wirklich jetzt ausgefallen. Und so ist es ganz gut. Wir ergänzen das Ganze noch hier ein bisschen mit dem üblichen Bewuchs. Kleine Gebüsche und Gräser und Co., die wir hier außen rum drapieren. Und so haben wir schon mal ein bisschen nette Infrastruktur geschaffen. Und eigentlich müsste hier kompletter Fahrverbot herrschen, würde ich mal sagen. Weil ich müsste mal ausprobieren. Vielleicht kann man sogar einen Traktor durchquetschen, aber es wird schon sehr eng. Okay, dann habe ich hier schon mal so ein bisschen vorbereitet. Ihr könnt schon erkennen, so ein kleines Flussbett. Die Idee ist halt, dass hier so ein kleines Rinnsal hinabläuft Richtung dieses Nebenflusses, wo dieses Rinnsal dann mündet. Es wird immer mal wieder so ein bisschen aufgestaut, so wie hier. Dann gibt es hier so eine Art, wie sagt man, Sperre nenne ich es jetzt einfach mal, ne? Gibt sicherlich auch einen Fachausdruck dafür. So, und hier nehmen wir uns dann die Bäche-Mod. Diejenigen, die es nicht kennen, also die Mod nennt sich halt Bäche, das findet ihr auf jeden Fall. Und die sind halt wie Straßen, kann man ziehen wie Straßen, wie man sehen kann. Ist also durchaus auch eine ganz komfortable Geschichte. Da muss man hier nicht irgendwie die Texturen aufpinseln, sondern zieht sich das hier wie eine Straße rein. Man muss nur darauf achten, dass diese kleinen Bäche einfach nicht ans Straßennetz quasi angeschlossen sind. Sonst kann das, glaube ich, schon passieren, dass einfach Sims hier mal auf dem Fluss, also den Fluss einfach oder den Bach als Straße nutzen und da entlanglaufen. Ist nicht weiter schlimm, da passiert denen nichts, aber es sieht halt ein bisschen komisch aus, wenn sie auf dem Wasser gehen. Aber gut, ist hier, glaube ich, nicht der Fall gewesen. Dann gibt es hier noch ein paar weitere Trampelpfade, Fuß- und Wanderwege und all sowas. Feldwege, einfach so ein kleines Netz aus alledem. So, hier ist quasi der Abfluss, da geht es dann wieder eine Ebene tiefer. Hier unter der Straße hindurch, kommt dann hier unten wieder raus. Und hier nochmal das gleiche Spiel bis zu dem Fluss runter. Und hier machen wir es dann auch so stufenbaumäßig. Das werde ich dann eher alles zuwuchern lassen. Also da geht es jetzt nicht mehr so genau. Das kann man ein bisschen mit Steinen kaschieren. Da könnte man nochmal so irgendwie so eine Art Barriere oder Sperre einbauen. Aber das wird auch niemandem auffallen, wenn wir das jetzt hier sowieso alles mit Gebüsch und Bäumen und so weiter auffüllen. Aber das ist mal so die Grundidee, dass halt dieses Rinnsal hier so ein bisschen aufgestaut wird, hier und da. Und dann da so runter plätschert. Kontrolliert sozusagen bis runter in den kleinen Flusslauf. Und ich finde es tatsächlich ganz schnucklig. Hier packen wir auch mal so ein bisschen Gewässer rein. So, etwa auf Höhe von diesem Ablauf. Und alles schön zugewuchert. Okay. Dann haben wir das schon mal im Wesentlichen, können wir schon mal abhaken. Noch ein paar Pinselstriche, Bäume auftragen und so weiter. Und hier lassen wir dieses kleine Rinnsal einfach irgendwo enden, also verschwinden. Das entspringt da halt irgendwo. Das passt schon. So ein bisschen Diorama-mäßig könnte man fast sagen, ne? Auf jeden Fall werden wir da auch eine nette Filmstelle zustande bringen, denke ich mal. Dann haben wir hier nochmal kleineres oder etwas größeres Gehöft oder mehrere Gehöfte, die irgendwie zusammengefügt sind. So ein winzig kleiner Weiler halt, ne? 3-4 Gebäude, ein paar Garagen und Schuppen und so ein Kram schmeiße ich dann hier noch hin. Kleines Lagerhaus, kleiner Lagerschuppen. So, das passt da auch noch ganz gut rein. Jo, kann man machen. Und dann wird das Ganze noch ein bisschen mit Hecken, Zäunen und Co. umgeben. Dann nehmen wir nochmal so einen Holzzaun zur Hand, den wir hier einmal außen rumziehen. Und dann haben wir hier nochmal so ein, ja, ein Weiler, glaube ich, kann man dazu sagen. Eine ganz, ganz kleine Siedlung hier. Ein paar alte Höfe. Machen noch ein bisschen was mit den Texturen hier. Hm.
Noch mal ein paar Carports dazu geschmissen, bisschen Gartendekoration, Gewächshäuser etc. Und wie üblich am Ende noch ein paar Fahrzeuge. Hier wird gerade offenbar irgendwas angeliefert vom DHL-Boten. Ein paar Autos geparkt. Und so kann man es dann schon stehen lassen. Wie ihr sehen könnt, ziemlich simple Methoden und ging auch sehr, sehr schnell über die Bühne. Dann gehen wir ein bisschen ins Detail. Hier Kurvenlage und so leichte Hanglage. Das sichern wir uns ein bisschen mit einer Leitplanke ab, führen wir durch bis zum Bahnübergang vorne. Dann hier entlang dieses Feldweges, der dann auch so oberhalb, auch hier etwas abschüssig, oberhalb der Bahntrasse verläuft, habe ich auch ein bisschen abgesichert, einfach. Also ein bisschen lückenhaften Lattenzaun reingezogen, Holzzaun. Ganz nett. Mit dem Fahrrad eine schöne Alternative zur Landstraße. Und die Barken für den Bahnübergang. Das müssten jeweils 100 Meter sein. Kam auch neulich mal wieder in den Kommentaren. Ich denke, das ist korrekt. Und ich glaube normalerweise, also meistens ist es glaube ich so, dass halt bei der 300 Meter Barke das Bahnübergangshinweiszeichen steht. Aber ich glaube, da gibt es auch Ausnahmen. Dann hier wird die Kurve quasi noch so ein bisschen behinweist, darauf hingewiesen mit Beschilderung. Bahnübergangshäuschen, auch sehr, sehr schön. Von Mario Tator, vor einer ganzen Weile erschienen, aber ich glaube, die hatte ich auch noch nicht verwendet. Bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn, dann auf jeden Fall zu selten. Schönes Ding auf jeden Fall. Dann ergänzen wir den BÜ noch ein bisschen hier. Nochmal hier Stromkasten, Schaltkasten dazu geworfen. Und dann schauen wir, dass wir das vielleicht noch ein bisschen netter hinbekommen hier mit diversen Joffried-Viadukt-Elementen. Weiß nicht, ob das jetzt wirklich besser ist. Aber lassen wir mal so stehen. Okay, verteilen noch ein paar Leute. Ein paar Frischluft, Spaziergänger, Wanderer, Hunde, Gassigeher mit Hund dabei oder einfach nur irgendwelche Eisenbahninteressierten, die sich hier die Züge ansehen wollen. Mit einer ganz ansprechenden Kulisse. Fahrradfahrer am Start natürlich. Und einfach hier und da ein paar Leute verteilen, die sich hier den Bahnbetrieb anschauen. Okay, letzte Texturpinseleien und dann soll es das auch schon gewesen sein für diesen kleinen Abschnitt quasi auf freier Strecke. Nächster Meilenstein sozusagen hier wird dann die nächste Ortschaft werden. Aber für diesen Bereich soll es das erstmal sein. Dann gesellen wir uns mal zu diesen ganzen Leuten hier dazu und schauen uns ein paar Perspektiven an, schauen uns ein bisschen den Bahnverkehr an und so weiter. Was noch eben so ein bisschen dazugekommen ist, während eure Abwesenheit oder eben außerhalb der Zeitraffer. Ich habe einfach noch mit den Texturen mehr gemacht, alles ein bisschen mehr durcheinander gemischt. Die Wiesen einfach noch ein bisschen anders gestaltet. Also, aber das habt ihr alle schon 100 Mal gesehen, wenn ihr hier schon länger zuschaut. Deswegen habe ich das jetzt mal weggelassen. Aber ich denke insgesamt, auch wenn hier eigentlich nicht viel passiert ist, aber dieser kleine Flusslauf, dieser kleine Bachlauf, der Bahnübergang, bisschen Felder außenrum, ich finde das ganz ansprechend hier. Schön mit dem Raps und den Sonnenblumen, das sticht auch nochmal so ein bisschen farblich heraus. So, oh ja, genau, den hatte ich ganz vergessen. Stimmt, dieses Monstrum, das ist, ich glaube, ein Gleisbauzug. Mal wieder so ein Ding von Huge Dragon, also zumindest dieses große Riesending da, ne? Der Rest ist, glaube ich, aus der Modwerkstatt, wenn mich alles täuscht. Die anderen gelben Waggons passend dazu von der Gleisbau Ludmilla geschoben. So, da hatten wir jetzt gerade noch schon die schöne erste Zugbegegnung. So, das ist wirklich ein Monster. Das ist halt auch in so einem Mod-Paket enthalten, einfach zum Thema Gleisbaustelle. Und da ist auch so eine ganze Gleisbaustelle mit drin. Die werden wir auch noch irgendwo hinstellen. Also keine Sorge,
Das Thema müssen wir natürlich noch angehen. Fahren lassen kann man den eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, nicht, weil der einfach ein viel zu breites Lichtraumprofil hat. Ich habe das, glaube ich, nicht gefilmt, die Durchfahrt da vorne in Gröningen, aber der würde den ganzen Bahnsteig abreißen, weil der einfach zu, der ist zu dick. Aber er sieht cool aus, wir werden ihn, glaube ich, nachher nochmal zu sehen bekommen, wenn er auf dem Rückweg ist. Aber halt für so Gleisbauarbeiten ist er natürlich schon mega cool. Aber eigentlich ist er halt zu breit, man kann ihn nicht fahren lassen. Ist aber auch nicht so wichtig. Krasses Ding, wir kommen gleich nochmal dazu. Ja, der baut ja öfter mal solche Dinge auch. Dieser überdimensionale Schnabeltransportwagen mit, keine Ahnung, über 20 Achsen, das ist ja auch so ein Monstrum. Und das ist halt jetzt auch wieder gleiche Kategorie. Richtig abgefahren. Cooles Zeug, gefällt mir gut. Okay, dann schauen wir uns einfach ein paar weitere Züge an. Hier rollt ja alles Mögliche durch die Gegend. Lokbespannt modern, lokbespannt alt. Und ich glaube, die Quietschis sind hier auch noch unterwegs. Da sind sie schon. Müsste dann entweder 424 oder 426 sein. Einmal sogar hier im blauen Gewand. Ist, glaube ich, weiß nicht mehr, was das jetzt hier für eine Version ist, ehrlich gesagt. Kann es gerade auch nicht erkennen. Aber wirklich auch ein schönes Modpaket. Ich hoffe, ich habe schon darauf hingewiesen, in der Modwerkstatt bekommt ihr das. Die 424, 425, 426er Serie. Naja, die passt ja auf jeden Fall thematisch hier ziemlich gut hin, wenn man ein bisschen was Modernes fahren lassen will. Und als Kontrast dazu hier immer noch unterwegs Mintlinge. Sehr schön. Mhm. Da haben wir sie nochmal im Blick. Und hier kleiner Ausblick auf den nächsten Zwischenhalt. Auch dreigleisig gestaltet, tatsächlich einfach damit hier nochmal ein bisschen mehr Flexibilität reinkommt, dass man vielleicht mal einen Zug zur Seite nehmen kann, weil ich auch noch nicht weiß, was ich da sonst noch vielleicht alles machen könnte mit durchfahrenden Zügen oder irgendwas. Habe ich einfach ein bisschen großzügiger gestaltet hier den nächsten Bahnen. So, Regionalbahn mit 110 fährt ein und da kommt auch das Monster. Ist schon wieder auf dem Rückweg. Ich weiß nicht genau, ich kenne die Bezeichnung nicht von dem Gerät. Aber es ist halt irgendwie eine Gleislegemaschine, sowas in der Richtung ist das wohl. Monster. Und halt Gleisbauzug am Ende, also die Rungenwagen und die Schüttgutwagen gibt es in der Motorwerkstatt. Möglicherweise auch im Steam-Shop. Aber ist doch, also öfter mal was Neues, oder? Also cool anzusehen ist es allemal. Das ist schon lässig. Den gibt es quasi auch als Einzelfahrer, könnte man sagen. Also tatsächlich wie so einfach ein Triebfahrzeug. Nur dieses Monster. Aber ich glaube, der fährt dann nur 20 km/h oder sowas. Und mal abgesehen davon, dass oben auch mit dieser Fahne, der halt viel zu hoch ist. Ne? Also der dürfte, hängt ja ein paar Zentimeter unter der Überleitung. Ja, hier kann man es gut erkennen. Absolut nicht zulässig für eine fertige Strecke quasi, aber dafür ist er wohl auch nicht gedacht. Ja, wobei, also ich meine, irgendwo muss man den natürlich dann auch wieder von der Baustelle wegbringen, keine Ahnung. Ich weiß aber auch nicht, ob der wirklich irgendeinem originalen Vorbild entspringt oder ob er den einfach so gebaut hat. Ich weiß es nicht, aber er ist cool. Und wir haben also damit tatsächlich eine relativ überschaubare Auswahl. Ne? Es gibt ja noch diese Schienenkräne aus dem Vorgänger. Ja, die könnte man sich halt konvertieren. Habe ich jetzt auch selber noch gar nicht versucht. Aber sonst, abgesehen von dem Gleisbauzug, gibt es da, glaube ich, nicht zu viel. Also im Sinne von solchen, ja, Bauzüge oder alles, was halt irgendwie mit Streckenwartung zu tun hat oder sowas. Ne? Da gibt es wirklich nicht viel. Oder so Stopfmaschinen oder sowas. Wobei ich hatte mal Work-in-Progress-Bilder gesehen. Aber seitdem leider auch nichts mehr von gehört. Also da hatte mal, ich glaube Yoshi war da mal irgendwo dran. So eine Art, also einfach so eine Schottermaschine, eine Gleisstopfmaschine, die glaube ich auch animiert war. Was man damals schon sehen konnte, sah schon sensationell aus, aber vielleicht hat der Gute auch einfach keine Zeit. Der ist ja irgendwann bei... dann auch im Berufsleben angekommen und bei Urban Games eingestiegen. Vielleicht reicht die Zeit dann nicht mehr, das gleiche Zeug noch in der Freizeit zu machen. Kann man auch verstehen. Gut, aber nur nebenbei bemerkt.
Aber wer weiß, vielleicht kommt da ja noch ein bisschen mehr. Also ich freue mich halt einfach immer, wenn ich solche Gleisbauzüge und Co. irgendwo in die Finger bekomme, dann lasse ich das alles auf jeden Fall erstmal hier durch die Gegend fahren, egal ob es irgendwie vielleicht nicht realistisch ist oder zu dick oder zu dünn oder wie auch immer. Ist einfach cool anzusehen. Okay, hier nochmal zur Übersicht. Gerade eben zu sehen gewesen und dann haben wir hier nochmal 4,25 auf Höhe der kleinen Unterführung unterwegs Richtung... Jetzt fällt es mir gerade wieder Siebenteils ein. Ich habe es ja schon erwähnt. Seit Corinna habe ich so ein bisschen Gedächtnisschwierigkeiten. Die Strecke hat schon einen Namen. Es ist die Runkeltal... Moment, ich muss überlegen. Runkelbachtalbahn. So, nämlich. Ja, frag nicht wieso. Ich erkläre das nochmal irgendwann. Na gut, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen. Die nächste Ortschaft heißt Runkelbach. Und da fließt natürlich auch der Runkelbach. Und deswegen... Er ist eigentlich ein ganz netter Name, oder? Runkelbachtalbahn. Ist auch ein leichter Zungenbrecher, was ich auch gut finde. Vielleicht bleibt es dabei. Zumindest den Abschnitt kann man mal so bezeichnen. Weil, wie gesagt, nächste Ortschaft da hinten gerade eben zu sehen gewesen, das ist eben die Ortschaft namens Runkelbach. Auch da hatte ich halt den Bahnhof platziert, habe dann geschaut, welchen Namen hat das Spiel zugewiesen und das war halt dann Runkel. Und Runkel klingt schon so ein bisschen ungelenk, finde ich. Aber da dort ja dieser kleine Bach entlangläuft, ist das halt der Runkelbach. Wieso nicht? Mir gefällt's. Ja, hier nochmal ein paar Perspektiven. Ah, nett, oder? Hier mit Sonnenblumen, alles schön bunt. Landstraße schlängelt sich da so runter. Leichtes Gefälle mit drin. Netter Auftakt für die Strecke, finde ich, in jedem Fall. Und hier, die kann ich erwähnen, ne? Ist eine 143 jetzt, glaube ich mal, in dem Fall. Ja, 114. Kann die auch nicht auseinanderhalten. Aber ist ja, glaube ich, aus der 143 oder 142 hervorgegangen, meine ich zumindest. Und diesmal auch nicht mit Karlsruhe, sondern mit Wittenberger Kopf. Und komplett in Verkehrsrot. Einfahrt in Gröningen Regionalbahnhof. So, ach ja, genau. Einfach zur Auflockerung, zur Abwechslung. Nochmal ein Güterzug auf die Reise geschickt. Hier Diesel bespannt. Vielleicht bauen wir uns irgendwo noch so ein kleines Sägewerk entlang der Strecke hin. Würde sich anbieten. Viel Waldgebiete. Das passt ja eigentlich ganz gut. Deswegen hier nochmal. Und auch irgendeine Diesellok unterwegs. Ich glaube, es ist eine Foslo. Foslo mit einer Fuhre Bretter. Aber, weißt du, die Typenbezeichnung, ich glaube, Foslo 2000 oder G2000, irgendwie sowas in der Richtung dürfte das gewesen sein. Und hier auch einfach so ein bisschen Thema Holz schon mal mit eingebaut, weil das könnte man hier schon so ein bisschen mit reinnehmen. Also Forstgeschichte, Forstwirtschaft plus verarbeitender Betrieb, irgendwo nochmal so ein Sägewerk bauen. Mit Schienenanschluss und dann so diesen Holztransport Richtung Hansburg oder irgendwo hin, wo man es vielleicht dann auch sogar auf Schiff verladen kann. Na, sowas in der Richtung könnte man hier noch schön mitnehmen. So, wir müssen erstmal noch halten. Ja, hier, ich glaube, G2000, oder? Müsste das hier sein. Schick. Sehr modernes Ding. Schöne Farbgebung, finde ich. Ein bisschen aus wie so eine Art Diamantgrau. Und einen bösen Blick hat sie vorhin auch so ein bisschen. MRCE, glaube ich sogar. Jo, Brettertransport auf Rungenwagen. Durchfahrt Gröningen. Ja, lockert diesen ganzen Personennahverkehr dann doch. So ein bisschen auf. Hat mir ganz gut gefallen, die Idee. Und dann schlängelt er sich aus Gröningen heraus. Okay. Gut, wir nähern uns dem Ende. Hier abschließend nochmal ein paar Perspektiven zur Gesamtübersicht. Hier nochmal. Das ist möglicherweise schon der Runkelbach hier. Wahrscheinlich ist es. Ich weiß es nicht genau. Haben wir noch nicht so genau überlegt.
Kleiner Überblick, hier nochmal Übersicht über die Felder und die landwirtschaftlichen Bereiche, die kleinen Gehöfte, die Landstraßen, die sich hier so entlang schlängeln. Und ich denke, dann habe ich den ganzen Bereich hier ganz nett gefüllt. Und dann soll es das auch gewesen sein für den Moment. Nächster Halt, Runkelbach. Mit, ich glaube, einer relativ umfangreichen Bastelfolge. Ich glaube, die nächste Ortschaft stopfe ich sogar in eine Folge rein. Mal schauen. Außer es wird wirklich viel zu viel. Gut, dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.